Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und das ist ein Video einer etwas anderen Art, denn ich habe mal eine Frage an euch, beziehungsweise vielleicht ist ja einer von euch dabei, der sich ein bisschen mit folgendem Thema auskennt. Und zwar seht ihr hier meinen Maschinentelegrafen, den ich eigentlich euch länger mal zeigen wollte. Und da ich annehme, dass das echtes Messing ist, also es fühlt sich zumindest so an, wollte ich jetzt einfach mal fragen, ob sich vielleicht jemand auskennt mit speziellen Poliermitteln, wo ich die herbekomme und wie ich die anwende. Also wenn sich da jemand auskennt, wäre cool, wenn ihr mir das mal unten in die Videobeschreibung packen würdet. Und vielleicht kann mir auch jemand einen speziellen Messing-Politurreiniger empfehlen. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn das gute Stück hier ist schon ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Und ich will halt wieder, dass er blinkt, ne? Das ist nämlich hier, denke ich mal, so auf jeden Fall das Deko-Objekt schlechthin. Und ihr seht schon, der hat hier so ein paar Fingertoucher und hier oben oxidiert es schon so ein bisschen. Also wenn ihr mir da mal was empfehlen könnt, packt es einfach in die Videobeschreibung, in die Kommentare, würde mich freuen. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal das fragen und euch nebenbei mal hier mein schickes Deko-Objekt vorstellen. Das habe ich schon seit circa einem Jahr. Bin aber noch nicht dazu gekommen, mal ein Video davon zu machen. Ne, ist tatsächlich so ein bisschen eines der auffälligsten Dekos. Und deswegen würde es mich freuen, wenn das Ding auch wieder ordentlich aussieht. Und deswegen würde es mich freuen, wenn mir da vielleicht jemand ein paar Tipps geben kann. Also, wenn ihr was wisst, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und vielleicht, wie gesagt, habt ihr ja sogar eine spezielle Empfehlung, falls ihr auch so ein gutes Stück zu Hause habt. Ich würde sagen, wir hören uns dann in einem nächsten Video wieder, wahrscheinlich World of Warships. Ach ja, World of Warships, ein kleiner Grund noch, warum kein Update-Video kam. Ganz einfach, ich hatte keine Zeit. Das Update kam ja letzte Woche und ich hatte tatsächlich auf Arbeit ein bisschen Stress. Deswegen kam kein Update-Video. Aber wenn ihr Update-Videos trotzdem weitersehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich mache normalerweise schon Videos für World of Warships speziell. Oder aber auch einfach mal für Trains oder auch ATS Train Driver, das ist ja so ein japanisches Ding. Würde mich trotzdem einfach freuen, wenn ihr speziell aus diesem Anlass mir jetzt einfach mal in die Kommentare packt, ob ihr da vielleicht irgendwie einen Tipp habt, wie ich das Ding wieder sauber bekomme. Ne? Wasser sollte man wahrscheinlich nicht anwenden. Da braucht schon ein spezielles Politurmittel. Gut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.